Aufnahme wird gestartet, genau. Ja, ich habe es technisch vollbringen können, die Switch aufzunehmen. Deswegen wird jetzt erstmal eine Runde Mario Bros. Wonder gespielt. Das ist ein Spiel, was man eigentlich mal so als Zugabe im Stream machen kann, irgendwie ein paar Runden. Und genau. Deswegen. Mal gucken, ob das jetzt alles so gut läuft. Genau, ich hatte hier schon mal reingeschaut. Ich fange natürlich einmal von vorne an. Und werde natürlich klassisch Mario spielen. Ich werde nochmal kurz das Mikrofon hier ein bisschen anpassen, damit das auch mir richtig in die Fresse hier guckt. So. Das sollte passen. Sehr schön. So. Also, dann kann es jetzt losgehen. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Mario und die anderen folgen eine Einladung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Und es geht los. Sehr schön. Hui. Ja, ich habe ja die alten auch gespielt, also sowohl Old Classic, Game Boy, als auch Nintendo DS und Wii U. Genau. Und das hatte ich jetzt, wie gesagt, schon einmal angefangen gehabt. Die ersten zwei Welten, glaube ich. Und ich kann sagen, es ist eine schöne Fortsetzung. Eine sehr schöne Fortsetzung. Definitiv. Also da haben sie sich wieder was Krasses überlegt. Es geht auf jeden Fall viel ab. Ja, das Neue ist nämlich diese Wonderblume. Die die Welt, ich sag jetzt mal, ein bisschen beeinflusst. Ein klein bisschen. Nur ein ganz klein bisschen. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall schon mal nice. Okay. Die Musik fetzt auf jeden Fall. Oh nein, er ist so traurig. Prinz Florian ist so traurig. War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen. Gar nicht auszudenken, was er alles anrichten könnte. Ja. Wirklich gar nicht auszumalen. Aber ich bin da. Ich und mein Schnauzer. Wie, du möchtest helfen? Vielen Dank. Na klaro. Dann komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. Da ist er. Süß. Und die Yoshis. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ja.
die Röhrenfelswiese. Willkommen im Blumenkönigreich. Ja, es gibt ein paar Neuerungen, die ich ganz cool finde. Die erste wird auch bald schon gezeigt, glaube ich. Also hier noch nicht. Hier das klassische Mario Beginner Level. Genau, es gibt einmal die normalen Münzen, die kennt man ja schon. Und dann gibt es einmal die lilanen Münzen. Oh, toll. Alles klar. Genau, es gibt ja dann einmal die lilanen Münzen. Die großen lilanen Münzen. Und ja, ich bin ein Elefant. Mit dem ich hier meinem Rüssel schlagen kann. Haha. Genau, von den lilanen Münzen ist das quasi das Äquivalent wie bei New Super Mario Bros. Also für die Wii und für die Wii U. Das sind ja die goldenen Münzen, die drei goldenen Münzen. Und genau. Ja, die lilanen Münzen, soweit ich jetzt schon erfahren habe, kann man die hauptsächlich so für Sticker und so nutzen. Beziehungsweise kann man sich dann halt Sticker kaufen bei einem Laden, Toads Laden. Und hier werden direkt so viele neue Sachen gezeigt. Ich kann quasi meinen Rüssel mit Wasser befüllen. Und damit diese braunen Pflanzen hier gießen. Oh, da war schon die zweite Münze. Generell finde ich, dass das Spiel wirklich so mit viel Liebe gemacht wurde. Alleine die Musik. Ja, wie man oben links schon sehen kann, also da ganz oben links, unter den Münzen ist meine Lebensanzeige, wie viel Leben ich habe. Und darunter ist jetzt der Elefant. Ich kann quasi ein Item immer speichern. Also eins habe ich quasi immer auf Abruf. Und jetzt ist dann quasi schon die größte Neuerung von dem Teil von Mario Bros. Wonder, die Wonderblume, die jetzt ganz abgefahrene Sachen macht. Ne? Quasi ein Fiebertraum. Ich versuche natürlich jetzt bei, wenn ich das jetzt hier im Stream spiele, möglichst viel zu sammeln. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Das war jetzt übrigens meine dritte goldene. Das war jetzt meine dritte lilane Münze, das heißt, ich habe alle. So, und hier... ja, es sind keine Sterne mehr, es sind... Wundersamen. Und es geht jetzt quasi direkt weiter. Also ich habe einen Wundersamen eingesammelt und kann jetzt quasi das Level noch fortführen bzw. zu Ende machen. Was quasi jetzt hier schon ist. Wunderbar. Check. Damit habe ich jetzt quasi zwei Wundersamen gesammelt. Theoretisch zwei Sterne. Ne? Ist da jetzt alles anders. Schönes Bild. So. Was ich noch nicht herausgefunden habe. Prima, Wundersamen werden uns auf unserem Abenteuer sehr nützlich sein. Sammeln wir doch noch mehr. Ja. Was ich nicht herausgefunden habe, woran ich erkennen kann, dass ich das Level komplett habe. Vielleicht finde ich das noch heraus. Die Level werden auch in gewisse Schwierigkeiten unterteilt. Muss man jetzt nicht machen, weil... ist halt die Frage, woran das gemessen wird. Genau, und es gibt hier so die nette Neuerung. Da hinten geht's weiter. Wobei, ich glaube, das ist nicht allzu neu, oder? Gab's das nicht sogar schon bei einem anderen Mario-Teil? Ich bin mir nicht sicher. So, ich bin jetzt der altbekannte Feuer-Mario. Ich finde die Animation so niedlich. Oh Gott. So. Alleine wie ich mich ducke, ne?
und laufe. Der Hammer. So, und jetzt komme ich hier hinten raus und muss dann quasi da hinten gucken und spielen. So, jetzt habe ich quasi keine Elefantenmütze mehr, aber das ist schon okay. So, zack, da ist die erste Münze. Plopp. Plopp. Ja, gut. So. So, nicht nach unten. So. Ja, kann man hinkommen. Okay, hier ist nichts weiter. So, die laufen da oben. So, da ist die nächste Wunderblume. Ja, wie gesagt, die erste Welt, die kenne ich schon. Deswegen überrascht mich die Sache nicht, aber ich finde das trotzdem geil. Ich finde das geil. Das ist so genau mein Humor. So. Hatte ich jetzt... Warte mal, kann ich gucken? Ja. Ah ja, da sehe ich das. Drei Münzen habe ich gesammelt. Es gibt noch eine ein Wonder Sheet, aber die kriegt man, wenn ich das Level abschließe. Und halt dann die Fahne. Okay, verstehe. Gibt's hier noch was? Lol. Ja, es gibt versteckte Blöcke. Und es gibt versteckte Blöcke, die auch abhängig vom Spielcharakter sind. Also wenn ich jetzt einen versteckten Mario-Block finde, als Mario, gibt er mir mehr als ein versteckter Luigi-Block, wenn ich Mario spiele. Do you know what I mean? Ich denke mal, man hat es verstanden, was ich meine. Let's go! Oh. Oh. Und da bin ich wieder ein Elefant. So, ich versuche auch, wie gesagt, möglichst viele lilane Münzen zu sammeln. Weg mit dir. Das heißt auch, möglichst viele Pflanzen gießen. Bleib stehen! Ah! Meine! Oh. Hier gab's nichts weiter, ne? Okay. Und hier geht's bestimmt runter, ne? Ja. So, komm ich an die ran? Ja. Sehr gut. Ich habe es wieder vergessen, war das jetzt die... Das war die zweite Münze. Oh yeah. Ja, man kann anscheinend auch hier, ne? Röhren verschieben. Auch lustig. Hehehe.
Da ist die dritte. Sehr gut. Und es gibt quasi in jedem Level eine Wonder Seed. Was war hier? Oh yeah! Ein Sternregen! Okay. Ja, wundert euch nicht, dass es so viel ist. Gehört nun mal jetzt dazu. Deswegen kann ich es verstehen, wenn man... Oh Gott. Kann ich verstehen, wenn man mit dem Spiel nichts anfangen kann, weil es wie gesagt too much ist. Das ist der Vorteil bei ja den New Super Mario Bros. Spielen, dass die ja an sich nicht aufgeregt sind. Also so vollgepumpt mit Adrenalin. Da konnte man sich richtig schön hinsetzen, bequem eine Runde spielen. Hier ist es eher weniger möglich. Oh, da ist das Schloss. Das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. So viel wundervolle Macht. Ich spüre, wie ich stärker werde. Und stärker und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. Das Wort zum Sonntag. Dieser elende Bowser. Er wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Jo, kriegen wir hin. So. Plopp. Tada. So, das ist quasi die erste Welt. Man hat schon ein bisschen gesehen, die ist so ein bisschen freiläufiger. Weitläufiger? Freiläufiger? Gibt es das Wort freiläufig? Keine Ahnung. So, und jetzt kann ich quasi die Levels mit genügend Wonderseeds freischalten. Das wird ja immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus dort gewickelt. Frech. Ach, jetzt weiß ich. Wir sollten es einmal mit unseren Wundersamen probieren. Sie sind sehr mächtig, daher können sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen. Alles klar. So, ich habe 3 gesammelt. Ich habe schon 6 sogar. Aber 3 hätten ausgereicht, theoretisch. Abzeichenhaus. Genau, Abzeichen ist jetzt auch eine große Neuerung. Die finde ich richtig cool. Das sind quasi Special-Fähigkeiten, die man sammeln kann. Ist alles hier in Ordnung? Ich hatte solche Angst, ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken, aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Oh, Abzeichen, die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollen sie oft nutzen, habe ich gehört. Also, 5 Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher, etwas damit anzufangen. Plopp. Oh yeah. Toll, ich wollte immer schon eins haben. Vielen Dank. Mit diesen Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Oh. Prinz Florian ist so niedlich. Da geht mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Abzeichen können euch auf eure Abenteuer viele Unannehmlichkeiten ersparen. Hm. Ich sollte nicht so sprechen, da wäre ich müde. Random. Ja, bin da. Abzeichen Übungsplatz. Eine Fallschirmmütze. Drücke in der Luft R oder schüttle den Controller, um deine Mütze als Fallschirm zu nutzen. Und deinen Fall zu verlangsamen. R war das, naja. Ist das geil oder ist das geil? Jetzt kann ich quasi hier so hingleiten. Das ist wirklich richtig nice. Unabhängig von Item. Also ob ich jetzt ein... Ich wollte jetzt sagen, ob ich ein Benjamin Blümchen bin. Ob ich ein Elefant bin oder ob ich Feuer-Mario bin oder so. Das ist tatsächlich komplett egal. Oh, sieh dich mal hier um. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Ja.
Aber das ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Ja, dafür brauche ich schon 10. Also, wohin gehen wir zuerst? Wenn du dir die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. Okay. Genau, jetzt kann ich hier quasi mich frei bewegen. Ich könnte das Level machen, ich könnte das Level machen oder das hier. Das ist tatsächlich komplett mir überlassen. Das könnte ich jetzt noch nicht machen, weil dafür brauche ich 10 Wundersamen. Ich habe aber nur 6. Genau, und das hier ist die, die Karte. Und die verschiedenen Level. Ah, guck mal, hier kann ich gucken. Genau, hier habe ich eine Übersicht. Die 3 habe ich tatsächlich komplett, da habe ich alles. Und das ist der Laden, wo ich die lila Münzen ausgeben kann. So. Ich habe einmal ein Abzeichen, Stärkungsabzeichen, erhalte für das Besiegen von Gegnern zusätzliche Münzen. Ich könnte mir hier direkt einen Wundersamen holen, Leben oder Zufallsaufstell. Das ist quasi so ein bisschen Lootbox, eine Lootbox-Mechanik. Braucht man nicht, weil es gibt, muss ich mal kurz überlegen, das hier? Nein, was habe ich gemacht? Achso. So. Genau, es gibt hier nämlich, genau, es gibt Abzeichen. Das eine habe ich ja jetzt schon gesammelt. Ups. Und das sind die ganzen Abzeichen, die ich noch sammeln kann. Das sind also ein paar. Und das sind diese Aufsteller, die man sammeln kann. Es gibt sehr viele. 144. 12 habe ich schon. 12 sind die Standarddinger. Und wie man hier aussehen kann, es gibt die in verschiedenen Seltenheitsstufen. Also ganz normal, schwarzer Rahmen. Dann selten, silberner Rahmen und super selten, rare. Das ist dann so goldener Rahmen. Genau, die Aufsteller sind dann eher sowas für Multiplayer. Also für mich nicht interessant. Das ist eher dann wahrscheinlich so ein Sammlerding. Genau. Und es gibt hier so eine Verschnaufspause. Das sind dann so kleine Übungen für zwischendurch. Eine Renn-Challenge, Sprung-Challenge, also sowas. Es ist kein richtiges Level, es ist einfach was Kleines. Genau, jetzt wird mir quasi nochmal gesagt, wie ich hier renne. Jetzt muss ich quasi hier so schnell wie es geht drüber rennen. Und wenn ich es schaffe, kriege ich dann einen Wundersamen als Blumen. Ja, auch ganz nett. Und habe ich das schon geschafft. Ich könnte zum Beispiel auch hier direkt nach oben gehen. Kann ich nicht. Wieso nicht? Wie furchtbar. Nur dieser gemeine Bowser ist schuld daran, dass hier ein Felsen auf dem Weg gefallen ist. Ich würde ihn zu gerne zerbrechen, aber er ist einfach so riesig. Wenn ich doch nur 10 Blumenmünzen hätte. Durch die werden wir Poppins stärker. Ah ja. Ja, und jetzt könnte ich 10 Münzen bezahlen und dann habe ich quasi den Weg freigeschaltet dann für das nächste Gebiet. Der Weg ist jetzt frei. So, jetzt habe ich hier quasi ein kleines neues Gebiet freigeschaltet. Aber nicht vergessen, das ist immer noch Welt 1. Das gehört alles zu Welt 1. Steuerung anpassen? Hast du die Spielsteuerung? Nee, du Plus drückst. Okay, brauche ich nicht. Nö. Oh, da war eine Münze, okay. Ja, es lohnt sich hier zum Teil auch echt mal hier so ein bisschen die Welt zu erkunden. Denn es gibt hier, das kenne ich hier, es gibt hier nämlich auch versteckte Röhren, die mich dann schon mal in eine andere Welt katapultieren, wo ich dann Toad finde. Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wir treffen uns doch gerade das erste Mal, ja? Oder kennt ihr mich etwa? Ich war ganz auf meiner Schatzsuche konzentriert, als ich plötzlich in einem Sturm geraten bin. Schätze habe ich hier nicht viele gefunden, aber der Ausblick ist toll, oder? Ach ja, während des Sturms wurden mir 50 Blumenmünzen direkt in die Arme geweht. Die können euch sicher helfen, wenn ihr gerade ein Abenteuer erlebt. Ja, nehme ich gerne an. Why not? Genau, das ist jetzt quasi schon eine Welt. Quasi Sneak Peek. Mehr kann ich hier nicht machen, ich kann nur noch in die Röhre zurückgehen. Genau. Deswegen, es lohnt sich, die ganze Welt zu erkunden. So. Ach, guck mal, hier ist direkt das Abzeichentest. Das Abzeichentest. Der Abzeichentest.
So, hier muss ich quasi das Abzeichen, die Fähigkeiten vom Abzeichen, direkt nutzen, um... um das hier zu schaffen. So, die Lehrmünze möchte ich natürlich haben. Und die Münzen natürlich auch. Oh, Mist. Da möchte ich nach oben. Ab. So. Sehr gut. Da ist die zweite lila Münze. Ab. Jawohl. Oh Gott. Das war nicht so gut. Jetzt aber. Jawohl. Thank you. Thank you. Ja. Wie gesagt, kleine, nette Level. Genau, aber ich würde mal sagen, ich fange einfach chronologisch hier an. Dann erstmal mit dem Level hier.